Willkommen zurück bei Gianna Sisters Twisted Dreams. Wir haben das letzte Mal versucht, durch eine Unterwasserhöhle zu kommen mit einigen Gegnern, die an richtig dummen Stellen platziert sind. Das nervt mich ein bisschen, die Stelle schon, aber ich möchte es ja auf jeden Fall schaffen. Und ja, tun wir unser Bestes. Ich habe das letzte Mal schon bemerkt, es ist blöd, wie langsam das Spiel läuft, wie ruckelig, wie schlafend, gerade unter Wasser. Da muss man leider durch. Ich meine, hier, ich habe eigentlich da fünfmal auf den Sprungknopf gedrückt und es ist nichts passiert. Sie ist erstmal nicht hochgeflogen, erst im letzten Moment. Ja, das ist alles ein bisschen doof. So, der Gegner kommt hoch. Ist vorbei, wir gehen durch. Dann müssen wir eigentlich gleich durchkommen. Nein, tun wir nicht. Dann jetzt. Okay, dann warten wir, bis der kurz vorbeikommt. Und gehen durch. Wunderbar. Und das letzte Mal hatte ich hier, bin ich unten an den Gegnern vorbeigegangen. Dieses Mal gehe ich mitten durch, weil die Folgestelle ist wahrscheinlich auch mittendrin am leichtesten. Ich muss nur beim Warten auf die Gegner aufpassen, dass die anderen mich nicht treffen, die von unten kommen. So, aber jetzt. Perfekt durchgekommen. Und, ah, okay, doch, hat noch gereicht. Hier habe ich auf die harte Tour gelernt, das, was da in der Mitte ist, ist auch tatsächlich ein Gegner. Das heißt, ich darf nicht einfach mich in die Mitte stellen, um alles einzusammeln, sondern ich muss ein bisschen aufpassen. Und, ich weiß nicht, warum, aber das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Super Mario World auf Super Nintendo. Die Buschlösser. Da gab es doch auch solche Wege, wo die Gegner sich im Kreis drehen und zwischendurch gibt es ein paar Löcher, durch die man durch kann. Und da musste man dann auch richtig reagieren. Ja, jemand, der Super Mario World gespielt hat, weiß sicher, wovon ich rede. Und durch die ganze Bewegung auf dem Bildschirm habe ich das Gefühl, es wird natürlich noch ein bisschen langsamer. So, und mal wieder... Oh nee, wie soll ich das machen? Da stand mal wieder I Love Diamonds. Ja, wir wurden getroffen. Und der Rückstoß ist so übel. Okay. Oh Mann, ich drück auf den Sprungknopf, ich hämmer auf den Sprungknopf und es passiert einfach nichts. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall die, die schlimmsten Diamanten haben wir, würde ich sagen. Also bisher die schlimmsten. An das I komme ich relativ gut ran, indem ich einfach um dieses Fünfeck außen rum schwimme. Das Schlimmste war eigentlich das Herz in dem Fünfeck. Aber wir müssen trotzdem noch rein. Wir wissen nicht, was uns sonst erwartet. Wir wissen nicht, welche Hindernisse uns noch auflauern. Und jeder Tod macht natürlich unsere Statistik schlechter. Also irgendwann müssen wir echt nochmal durch die Levels durch. Müssen alles einsammeln, dürfen nicht sterben. Ja, das kann auch sehr spaßig werden, hier ein 100%-Spiel zu erreichen. Aber ich habe es auf jeden Fall irgendwie vor. Ich weiß noch nicht wie, aber ich habe es vor. Reicht das? Ah, die Gegner sind auch, die werden immer schneller, je weiter nach links wir kommen. Also in diesen drei Stellen, wo sie nach oben und unten schwimmen. So, hier haben wir das letzte Mal schon gelernt, mittendurch ist der beste Weg. Ich muss den Sprungknopf echt ein bisschen gedrückt halten, damit es überhaupt reagiert. Ja, und je länger ich ihn gedrückt halte, desto höher schwimmt sie. Aber das hilft mir wenig, wenn sie manchmal gar nicht reagiert. So, jetzt lasse ich mich ein bisschen abtreiben. Und, hat gereicht. Jetzt ab durch die Lücke. Ah, jetzt als Punk sieht man besser, dass das hier ein Gegner ist. Der hat mit Cutie ausgesehen, wirklich wie wenn es einfach Umgebungsgrafik wäre. So, jetzt zack, 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 zack. Okay, es hat gereicht. Es war extrem knapp, aber es hat gereicht. Okay, der obere Ring ist langsamer als der untere. Hat weniger Gegner aber und andere Lücken. Okay, direkt durch. Ist hier ein Gegner in der Mitte? Ich glaube nicht. Also hier ist auf jeden Fall keiner, das heißt, ich kann mich jetzt einfach hier hinstellen und drauf warten.
So, jetzt schön, nachdem ich den unteren Ring als erstes eingesammelt habe, hat der Rest ausgesehen wie ein schönes Unendlichkeitssymbol. Das war jetzt ein kleines, nettes Ding. Okay, ich glaube, wir haben das Schwerste hinter uns. Jetzt müssen wir nur noch schaffen, aus dem Wasser rauszukommen. Okay, für das Spiel war da die Wasseroberfläche weiter unten schon. Aber wir haben es geschafft. Die Eule hier kriegt noch einen Feuerball ab. Und wir haben ein weiteres Bild in der Galerie. Einen weiteren Megadiamant. Oh mein Gott, war das eine Stelle. Ich bin echt froh, dass ich den Part getrennt hatte, weil ich glaube, das wäre im letzten Part irgendwie noch doof gewesen, das fertig zu machen. So war das jetzt recht angenehm, glaube ich. Wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, ich habe jetzt schon wieder 5-6 Minuten aufgenommen, das heißt, die letzte Part hätte ich dann mal wieder überzogen. Und ich glaube, es ist besser, kurze Parts zu machen, die fesseln und spannend sind, als lange, wo man dann irgendwann wegschaut und denkt, da passiert ja eh nichts mehr. Deswegen die Entscheidung, im letzten Part abzubrechen. So, wir tauchen jetzt einfach mal nach unten. Den Weg nach links haben wir ja erkundet. Ich gehe trotzdem ein bisschen nach links, um einfach die Wand im Auge zu behalten. Aber was anderes ist da nicht mehr, okay. Da würde ich auch, ich würde gerade bei dem Lied am liebsten mit Schlagzeug spielen. Also ich habe ein Elektroschlagzeug, ich bin Hobby-Drummer. Okay, das hat mich gefesselt. Ich bin ein Hobby-Drummer. Ich hatte ein bisschen Schlagzeugunterricht mal. Nicht sehr viel, aber schon von einem Profi. Es macht mir extrem Spaß. Ja. Und ja, gerade bei guten Liedern will ich irgendwie immer mitdrummen. Okay, der Pfeil zeigt nach rechts oben und dann nach rechts. Das heißt, da nach oben und nach links sind irgendwelche Boni. Gehen wir mal nach oben und schauen oben vorbei. Okay, das sind Steine, das heißt, hier muss ich mich verwandeln. Jetzt ist die Wand hier nicht durchlässig. Das geht da oben ab. Okay, hier muss ich... Ah, die Wasseroberfläche geht hoch und runter. Ah, dat, knapp. Okay. Das heißt, wir haben jetzt diesen Weg hier auf der linken Seite auf jeden Fall schon mal erfüllt. Den hatte ich die ganze Zeit schon gesehen, habe mich gewundert, wie ich da hinkomme, weil das war mir auch ein bisschen eng mit den Amethysten. Jetzt warten wir, bis die Wasseroberfläche wieder nach oben geht. Oder ist das farbenbasiert? Nee, ist es nicht. Jetzt warten wir, bis die Wasseroberfläche wieder nach oben geht. Jawohl, da kommt sie. Und dann gehen wir ganz oben durch den engen Gang, können wir uns durch Feuerballen. Und finden hoffentlich ein weiteres Secret. Das wäre schön, dann hätte man nämlich in zwei Parts tatsächlich drei der vielen Secrets in dem Level. Ich glaube, 7 gab's. Schauen wir mal. Steht es hier? Ne, es steht hier nicht. Schade. Ich hätte gern gewusst, wie viele Secrets es hier gibt. Ich glaube, es steht auch nicht mal dran, wenn ich eins einsammle. Da ist auch noch eine Plattform für Cutie Pie. Aber die... Ah, jetzt. Zack, 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 zack. Okay, wir kommen ganz nach oben, wir kommen ganz nach oben. Alter, wie lange geht es denn? Boah. Okay, da ist ein großer Diamant. Alter! Alter! Ich hab's Gefühl, ich fliege gerade durch der halbe Level. Checkpoint? Warum ein Checkpoint? Was? Wo? Hä? Alter! Ich habe gerade echt so ziemlich keine Ahnung, wo ich bin. Ich weiß nur, hier sind Gegner, die wiederkommen. Da komme ich nicht mehr durch. Und hier nach links kommt auch eine Wand. Also, hä? Wenn die Pfeile nicht in die andere Richtung gezeigt hätten, würde ich sagen, das ist der Hauptweg, weil so kreativ wie es hier aussieht und wie man hierher kam, das war schon cool. Aber wir kennen ja das Spiel, es können auch Checkpoints an nicht Hauptwegen sein.
Deswegen schauen wir mal hier weiter. Da unten ist wahrscheinlich auch der Weg zurück, deswegen will ich jetzt hier mal den Gegner ausnutzen. Kann ich hier landen? Nee, kann ich nicht. Das heißt, ich brauche den Gegner wiederkommen. Komm wieder hoch. Hab ich doch gerade gesehen. Ich glaube, ich sollte wieder mit Feuerbällen zwischen den Gegnern hin und her wechseln. Das war fast zu niedrig. Ja, da komme ich sonst nicht hoch. Ich glaube, ich muss mit Feuerbällen machen. Also, wenn der Gegner kommt, Feuerball auf ihn drauf. Und dann nach oben weiterfliegen. Wow, keine Ahnung, wo ich bin. Aber solche Stellen gefallen mir. Also, das Spiel überrascht mich doch immer wieder. Okay, das war dumm. Nee, das reicht so nicht. Muss ich jetzt auf den Gegner? Das kann eigentlich nicht sein. Nee. Den treffe ich vor allem nicht von oben gerade. Okay, komm mal her, du Gegner. Ich habe gerade das Gefühl wieder, das ist wie vor 4 Parts. So eine Stelle. Ah, okay, so funktioniert's. Okay, das war mit Feuerbällen soll man hochfliegen. Wunderbar, ich habe das Secret gefunden. Weiter oben ist nichts mehr. Das heißt, wir lassen uns jetzt runterfallen. Weichen den Gegner aus, weil den müssen wir jetzt nicht nochmal töten. Und können jetzt hier durch die Steine wieder nach unten. Ich bin mal vorsichtig und wechsle zurück, weil es war schon öfter so, dass wenn ich so eine Stelle hatte und mit dem Feuerball dann durch bin, dass dann irgendwas kam, wo ich Cutie gebraucht habe zur richtigen Landung. Okay, es kommen immer neue Stellen für einen Feuerball. Also man hätte ja auch tatsächlich mit einem Mal durchfliegen können. Aber ich finde es gerade so ein bisschen sicherer. Was mich gerade ein bisschen stört, ist, dass wir auf dem Weg nach oben an einem großen Kristall vorbeigekommen sind, den wir noch nicht haben. Okay, ich nehme jetzt doch die Variante, aber weg, verwandle mich tatsächlich in Cutie. Feuerball. Dam, 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 dam. Wir sind schneller als die Steine, die fallen. Alter, geht es weit runter. Okay, hier ist ein Checkpoint. Hier ist die Wasseroberfläche. Nach rechts kann ich mich durchbrechen. Und nach unten könnte ich mich fallen lassen. Ich glaube, von da unten bin ich gekommen. Das heißt, ich gehe jetzt hier lang. Ne, da kann ich mich nicht durchbrechen. Okay. Ich muss tatsächlich hier runterfallen. Und zwar so. Ah, da, 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 da. Okay. Wechseln wir mal rüber. Und sammeln alles ein. Da unten ist Gift. Da ist ein Weg, den Cutie nutzen kann, um Diamanten einzusammeln. Oh Mann, wir haben mehr als die Hälfte der Diamanten in dem Level. Hey, hey! Sehr geil, sehr geil. Okay. So, das war der Bonusweg für Cutie. Dann gibt es hier noch ein paar Standard-Diamanten. Okay, warum wurden wir jetzt hier getroffen? Nein, die Wasseroberfläche! Uff. Uahahaha. Verarsch mich doch gerade. Okay. Bin ich froh, dass ich diese Plattform gerade rechts gesehen habe. Sonst wäre ich nämlich direkt auf die Amethysten draufgefallen. Jetzt muss ich kurz warten, bis das Wasser kommt. Beziehungsweise ich kann den Diamanten eigentlich gleich einsammeln. Mich abbremsen und hier landen. Und wenn das Wasser kommt, dann in Ruhe nach oben kommen. Ich bin gerade relativ angespannt und konzentriert. Das kennt man normalerweise nur von Unreal Tournament. Ganz neue Spielerfahrung, gerade bei Giannis ist das. Es ist echt ein interessantes, herausforderndes Level. Nicht übertrieben schwer, aber doch schon mit einer gewissen Schwierigkeit. So, und mich irritiert auch, dass die Kamera sich nach links bewegt. Okay. Da fallen Gegner runter und ich glaube, wenn ich jetzt wechseln würde, verschwindet die Plattform unter mir. Jawohl, tut sie. Ah, da kam gerade ein Gegner runter, aber es hat noch gereicht. So, dann gehen wir einfach mal weiter. Hier muss ich Punk sein. Hier muss ich Cutie sein. Das war knapp, ich habe gewechselt, aber es ist nichts passiert. So, dann
schnappen wir uns die Gegner. Weil hier geht es weiter unter Wasser. Nach oben mit irgendwelchen Ballons, okay. Hatte der Pfeil gerade nach oben gezeigt oder nach rechts? Hm, muss ich gleich mal schauen. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal einen Unterwasserweg mit schön vielen Diamanten. Und wir sind bei 400 Diamanten in diesem Level. Bleiben nur noch 303. Korrigiere, bleiben nur noch 300. Oh Mann. Und wie gesagt, ich weiß relativ genau, wir haben es ja vorhin gesehen, dass wir relativ am Anfang vom Level eine Stelle verpasst haben, wo ein großer Diamant war. Den müssen wir auf jeden Fall in einem anderen Playthrough mal abholen. Denn wir wollen ja schließlich 100%. Boah, der war knapp. Okay. Ah. Solche engen Schwimmaktionen sind kacke, wenn man nicht weiß, wie der Controller reagiert, weil das Spiel so langsam ist. Ah, das ist gerade echt ein bisschen nervig. Okay, jetzt habe ich einen guten Rhythmus zum nach oben schwimmen. Und wir sind an einem kleinen Bonusweg. Können ein paar Steine zerstören. Einen Gegner töten. Ah, und jetzt sind wir hier rechts. Okay, das hat es meine Frage eigentlich schon geklärt. Wir müssen tatsächlich mit den Ballons nach oben. Und zwar zwischen den Gegnern durch. Okay. Das war... Okay, passt. Wir haben einen Checkpoint. Wir haben ein Schild mal wieder. Und wir haben viele Plattformen, die uns nach oben tragen. Schauen wir doch mal, wohin die uns führen. Ich könnte wetten... Oh. Ich könnte wetten, wenn ich jetzt Punk gewesen wäre. Wäre die Stelle, ja, sehr tödlich gewesen. Dafür muss ich jetzt hier mit Punk durch. Alter. Und jetzt wieder wechseln. Oh nee, jetzt haben wir noch manche Plattformen Amethysten drauf. Okay, und ich will erstmal ganz hoch, weil das nach rechts sieht nach einem normalen Weg aus. Nee, das hier sieht aus wie eine Einbahnstraße. Ich korrigiere, ich will erst nach rechts, weil da sieht's auch... Das ist ein sehr kurzer Bonusweg hier. Hier ist nur zwei Plattformen und ein Gegner. Und da ich nicht glaube, dass es alles sein kann, probiere ich mal das Übliche aus, Feuerball an die Wand. Feuerball an die Wand, hat nicht gereicht, jetzt aber. Und ein Feuerball nach oben, aber auch der bringt nichts. Das könnte auch einfach eine Zwischenlandeplattform sein, dass wenn man hier keine Plattform ohne Amethyst erwischt, dass man was hat zum Landen. Dass man also nicht stirbt und oder von ganz unten anfangen muss. So, ja, da das hier jetzt wieder aussieht, wie wenn Hektik kommen könnte, wir haben jetzt viele Lifte, die uns nach oben tragen sollen, würde ich sagen, ich beende den Part hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Sollte es euch nicht gefallen haben, wäre ich über konstruktive Kritik sehr erfreut. Schaut auch bei meinen anderen Projekten vorbei. Derzeit sind es wahrscheinlich noch Unreal Tournament 2004 und Terranigma. Und nebenbei gibt es noch als Specials Let's Battles, in dem ich gegen Freunde Unreal Tournament spiele und sagenhaft abluse. Schaut auf jeden Fall mal rein. Und ansonsten einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal und tschüss.